All right. Welcome to the playthrough, the blind playthrough of The Witcher. Now, I recorded 45 minutes or an hour of this before. However, unfortunately, OBS was not capturing the video, just the sound, so I deleted that. It's kind of garbage, so unfortunately, this will not be from the very beginning of the game. This will be from 45 or an hour in, so bummer. I'm sorry. I wish it were otherwise, but that's that. And I'm not quite willing to replay the tutorial section and all that, although it wasn't bad, so let's see how things go. So, journal. Potion for Triss. And trunk for Triss. For the potion, first I need to bring him a mineral from the evening hall on the upper floor, and some alcohol from the armory. I must also kill any bandits I encounter on my way. Okay. So. Okay, so I'm... So the mini-map... Okay, so that thing is where I'm looking. That's where I'm facing. Alright. Mineral from the evening hall. Where would that be? Hang on. I'm gonna adjust this just a little bit. That way... Okay, cool. That looks a little better, I guess. Was braucht ihr? Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Okay. Wo war das Calcium Equum nochmal? Im Abendsaal. In einer Truhe. I wonder what it is I have to tell him. Lambert. Ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Alright. Wir sehen uns später. So. That's the kitchen. What's this? It's a bird. Food, okay. Alright, so food makes me feel better. Okay. Gutted fish. Fish. Flint. Mutton leg, why not? Wardrobe. Weak alcohol. Is that what I want? Ah, no, it's a lot. Okay, that's just a description of it. Okay. It's not the actual alcohol I need. Uh-oh. Fast. Hup. Hup. Ah. Take that, punk. Oh, now I must be strong. Aha. Okay. Apparently, this sword is really stopping my ability to climb upstairs. Okay. Upper floor. Alright. Ah! Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Ah!
Legt euch mit mir an und ihr sterbt. It's very good of him to stand still while I take my swings. Take this. Okay, this guy is walking for it. Okay. Be quick. Ah. Roll. Aha! What are you gonna do about that? Aha! Ha! No match. Whew. Get destroyed, idiots. What's this? A crate. Unknown potion. I'm not touching that shit. Could be poisonous. Nothing of value there. Okay. Wait, these guys are already skeletons? Orins. I mean, I'm not gonna turn my nose up for money. So wait, I have to wait for them to decompose to loot them? I mean, don't get me wrong, they seem to decompose gratifyingly quickly, but geez, that... it's pretty weird. Can't look through all these scrolls. What if they have key information? Alright, what are we looking at here? Alright. Can't look through the telescope either. This room seems pretty useless. Up! Quick. Ha! I don't even know why you bother. Stairs to Triss's room. Well, I don't need to go there until I have a potion, so. Oop. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. I killed all the bandits. Man, I'm good. Alright. Ah, this is the evening hall. So I need to find the chest with the alcohol. Oh, I wonder if that's it. Unknown potion. A book. Wait, is this it? Yeah, okay, that's what it is. Excellent. Swallow. Well, I mean, sure. Especially if it's, I can stack it. Excellent. Alrighty. Dresser, which for some reason has bottled water in it. Alright. Got a bellows. Can't look through that. Alright, cool. I've got one half of the ingredients I need. Alright, what do we got here? Let's see. White gall. Make other potions. Mild Witcher's hallucinogen. I'm guessing maybe when I upgrade my skills, I can know what those potions are, maybe? Perhaps? Ooh, sword. Oh, an iron dagger. Okay, never mind. Cannot be used in combination with Witcher combat styles, so I can't use it? Ooh, so it cannot be used in combination with Witcher. I mean, why can't I use the axe? I'm a master of combat, aren't I? Aren't I some badass or something? I wonder, can I... apparently I can't fall through there. Interesting, though, that would be. Okay. Wait a sec, this has got to be the armory, right? It's got weapons in it. Found the mineral. Well, that's good. Wait, what's this? From the prologue. Okay, this thing has chapters? No, that's... okay. Okay, good. I found the mineral. Track quest on map. Evening hall. Library.
Well, this is the armory, all right. So in here I need to find the necessary booze. I mean, is this what they're looking for? Wait. What am I doing wrong here? I thought you said it was in an upper level of the armory or something like that. So as if within the armory itself I need to go up. But I don't see a ladder or anything of that sort. Just one weapon crate over there. And this crate over here, which also has daggers, which I cannot use. I can't open this one. I confess myself slightly confused. What am I doing wrong here? Well, I mean, this has gotta be it, right? I mean, I guess. It took the unknown potion. Okay, I found the out. Okay, I should talk to Lambert. Okay, cool. Oh, remains. You got some coins for me? Thank you. Stupid birds. Alrighty. I think this is where I came. Yeah. Egalitarian society, everybody has two coins. Alright, Lambert, where be ye? Wait, what? No. Was braucht ihr? Erledigt. Ich habe die Zutaten. Und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht zwei weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesimir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Okay. Well, it's good thing you just showed up. Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf dem Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Vorgewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein, als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser
akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium Equum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Okay. Monster carcass. Okay. Okay. All right. Cool. I guess. Wait. The fire. Alright, start meditating to prepare the potion. The Witcher said that if they give me, or if they give me, I should find meditating to prepare the potion. Okay. Hey, man. Ja? Wo sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Wir unterhalten uns später. Apparently I can't use the fire from that side, really. Interesting route. Left click on the vial to create potions. Where? Oh.
Select the formula to add ingredients to the vial automatically, then left click on mix. Okay, potion fortress. Vitriol. Okay. Okay. Meditate for a couple hours, I guess. Alright, now we'll take the potion to Triss, I guess. Ja? Wir unterhalten uns später. Should have been looking at the mini-map. Silly me. Or... Ah. Okay. No problem. Hello, viewer. Might as well talk to Eskel. See if he has anything interesting to say. Braucht ihr etwas, Wolf? Ich habe einige Fragen. Was gibt's? Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt drei Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem Training beschleunigen sie das Muskelwachstum und die Verdauung, wodurch die allgemeine Konstitution des Körpers verbessert wird. Meistert jeder das erste Stadium? Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Manchmal leidet auch der Verstand, was zu übermäßiger Aggressivität führt. Und das zweite Stadium? Die Prüfung der Gräser. Über sie kursieren mehr idiotische Märchen als über Prinzessinnen und Zwerge. Vor dem Überfall befanden sich in dem Labor Fiolen, Öfen, Formeln, Kräuter und die Gräser. Alles, was fehlte, war ein Magier mit seiner Zauberkraft. Wart ihr je Zeuge einer Prüfung? Nur eine, unserer eigenen. Ich dachte, ich würde verrückt, als euer Haar weiß wurde. Die Gräser beeinflussen das Nervensystem, weshalb der Vorgang mit Magie kontrolliert werden muss. Die Prüfung führt zu blitzschnellen Reflexen. Reaktionszeiten, die normale Menschen niemals erreichen. Nur 4 von 10 überleben. Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Darüber weiß ich nichts Genaues. Es beinhaltet Veränderungen wie die Mutation der Augen, des Knochenmarks, der Hormone. Aber dafür können wir im Dunkeln sehen, genesen viel schneller als normale Menschen und erlangen eine höhere Resistenz gegen Gifte. Interessant. Was ist der Preis dafür? Wir sind unfruchtbar. Sind die Veränderungen unumkehrbar? Ganz und gar. Wir unterhalten uns später. I can't have kids? Aww. Bottled water, sure. Wardrobe containing goat's milk, bread, and
Mutton leg, of course, because why not? Some bread. Part of a well-balanced breakfast. Weapon upgrade. See, these... they do not stack automatically. That's okay. Wait, no. Oh, can these only get stacked up to 5? Or are these different somehow? They're both bottled water. They both restore endurance. They're both drinks. But I have 6 of this. So do certain items have certain stack limitations? Huh. Oh well. Oop, oop. Double-click the healing tip. Win favors of other characters by giving them gifts. You know, since this game is being spoken in German, don't ever promise a gift to a German person, because gift is the German word for poison. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie... Sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Well, I mean, she's probably not all the way better yet. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich. Ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. So why is the language German? Because I used to be able to understand German pretty well. I took 3 semesters of it in college. Yeah, I know there's an English version. It's just I want to work on my German a bit. I can change it if you want. Actually, can I? I don't know if I'm allowed to change it in the middle of the game. But yeah, basically I wanted to practice my really, really rusty German. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu verlieren. Although if I was smarter, I probably should have made it... German subtitles and English language. Ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Do you want me to change it? Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Well, thank you. Aww. Oh, Geralt. Well, farewell to you then. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir. Wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Poor Vesemir, poor Leo, he's the one that died. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Außer, ihr möchtet mich noch etwas fragen. Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Er ist sehr stark. Er hat die Energie, die er dem Kreis entzog, vollständig kontrolliert. Yeah, my mother was actually born in Munich. Vielleicht haben wir es bald mit einem neuen Wilgefortz zu tun. Mit wem? Egal.
Es gibt da etwas, das I took it in college because I heard good things about the German professor. He was really good. Speak with the professor. Okay. Out of curiosity, what part of Germany are you from? My grandfather was an aeronautical engineer. I remember when I was younger, one of the things that we always wanted to do was to go to the Deutsches Museum in Munich and see all the airplanes there. Didn't get the chance, unfortunately, but still love to go there sometime. Ja? Wesemir, wir können mit der Beerdigung beginnen. Triss ist also wieder auf den Beinen. In Ordnung. Fangen wir an. Vergesst nicht, dass wir direkt nach der Beerdigung aufbrechen werden. Ich muss noch eine Sache erledigen. I just wonder if proceeding with the game by leaving this place, I wonder if I won't be able to do those side quests later. Das weiß ich nicht. Eh, let's just go. Ja? Wesemir, wir können mit der Beerdigung beginnen. Triss ist also wieder auf den Beinen. In Ordnung. Gehen wir. Oh, thanks. That's good to know. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küsten. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss. Yeah, this is the first game that I'm actually playing in a different language. I don't know if Mass Effect I could do that in. There's probably some way to get alternate language for that. I'll have to look that up.
Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Boy, look at the animation on that hand. Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Geralt, euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau, die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau, diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite, ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Quick or strong for these guys. Magie sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht. Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Tetriria, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Händichea, aus einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns verletzt. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Okay, I just heard an interesting sound effect. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Psst, nicht so laut. So jemand war hier. Aber die Bauern, I like that the kid is just kind of nursing his wounds in the background and they're not even caring. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? I mean, it's not, oh dear, this little traumatized child has just been possessed by some spirit and gave a prophecy. No, we're not the least bit concerned about him. Look at him writhing back there. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia?
Eine Peitsche aus Maihin mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? I probably shouldn't talk about this. Das kann ich nicht sagen. Verstehe. Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Yeah, I wish there was some indication in the subtitles that said who you're talking to, or whom you're talking to, excuse me. So, that's a bummer. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Vizima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Wir sprechen uns noch. Now, does this game take place in totally fictional lands? It mentions the year 1270 or 1275 or something. Does this take place in fake Europe, or is it just a made-up place? Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Help wanted, looking for witchers. Let's see. Contract. Begins a witcher contract. I guess I'll take the stuff. Let's see. Can I read these? There's nothing for contracts, quests. Inventory, here we go. I need the blood of at least 3 ghouls. We'll pay handsomely. Kalkstein, alchemist. Ghoul entry in the bestiary is required to complete this contract. Okay. Yeah, I probably should have read them first. Didn't realize I could do that. Whoever brings me 10 Bargist skulls. Abigail the Herbalist. I've got a friend named Abigail. I've already read that one. Church of the Eternal Fire seeks individuals capable of dealing with the drowners at the riverbank. Oh. So, alright. Now, if I track this quest, will it
help me find the bestiary entry. For the drowners, for instance. Or will it just lead me to the drowners, but I can't do it until I get the bestiary entry? That is the question. I would imagine that it would just guide me to the drowners. Mercenaries, mercenaries. Traveler might have some to say. Meidet die Bettler. Sie tragen die Pest in sich. Okay, I'm not a beggar. Da ich die Stadt nicht betreten kann, werde ich mich im Tempel des ewigen Feuers dem Gebet widmen. Find things on the map. Okay. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Does not work for every quest. You mean it's broken? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchem. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Yeah, that would make sense. Okay. Then again, this game also has variable different, you know, options you can pick. You can turn off the little tutorial markers. You can change the way your controls work to make them more comfortable. So it wouldn't surprise me, but yeah, that makes sense, though. Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Das ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Visima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Lebt wohl. Alrighty. So that's the inn. Where would I find the Reverend? Der Großmeister vom Orden der Flammenrose kam hier vorbei. Okay. How's it going, lady? Or fella? Maybe not. Okay, never mind. I wouldn't imagine the Reverend would be at the inn. You'd think he'd be at the chapel or something. Well, let's go in the inn. Meditating ends, okay. Gambler. Drunkard. Old peasant. Old peasant. Violinist. Bard. Cute gal. Kiddo. Wimpy fist fighter. Alright. Cast of characters we got here. We got Fat Fred. Spider. So I guess I can learn how to box here. Bard. Innkeeper Olaf. I mean, you've got a name. Let's play all the interaction places. Oh. Oops. What? I guess if I hold Alt and W, it makes a D sound. Alright. Nice. I mean, I kind of figured that the blue ones were mostly useless.
or not the worst, but the generic gambler and drunkard and so on. But yeah, thanks for that. Where would this door go if I were to follow it? Am I able to follow it? Oh well. See, I'll talk to Shani later. Let's talk to this gal. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach egal. Was kann ich euch bringen? Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Okay. Flirt, flirt, beer. Now I want information. I guess I'll take the beer. Dann hätte ich gerne ein Bier. Bitte. Hier, schöner Mann. Ooh. Okay, never mind. See ya. So. You can botch the romance here. I don't know. Not particularly going for romance, exactly. Just trying to explore the world and see what's up. But, I don't know, maybe later. Besides, my character already loves Triss gal, so I shouldn't cheat on her, I think. Right? I mean, morality and all that. Drei Unzen Optima Mater, ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. You look interesting. Seid gegrüßt, ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Eine Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihm. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen. Redet weiter, und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut. Tut mir leid. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht's schnell! Lovely fella. Yeah, talk to those. Probably nothing useful with the innkeeper. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? I'm a Witcher, why the gloom? I'm looking for someone who stayed at this inn. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Ich muss ausführen.
Alright, Prophecy Kid. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Bleib still! The way he handles, not to be stereotypical, but the way he handles "my family's all dead" is very, very German, very matter of fact. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Severin mentioned. Oh, so these are the same conversation options as before. Okay. I guess there's no one else to talk to in here. What, you mean the boy that levitated and gave an ominous prophecy? Yeah, he's weird. Absolutely. But, I don't know. I mean, this is a Polish game, I think, so... Okay. Apparently the Witcher is too wide to fit between this tree and the building. So I can venture outside the town. Do some fist fighting. Okay. She'll see how it goes. That's over here. Kämpfe oder seht ihr zu keine Herausforderer? Okay, so I probably have to talk to these guys first. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. There's invisible walls in this game. Yeah, well. Not enough money. Great. Ich bin nicht interessiert. Way to play it off. Now, does the wimpy fist fighter... is also very weird. Yeah, probably. Wimpy fist fighters. Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Do those guys have the same voice? Choose the amount of orange you want to bet. I'll bet two. Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Was that too little? Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. Yellow base indicates the characters you can fist fight. Left click to attack them. Oh. I've actually moved my... Alright. Level einer aufs Maul! Ihr kämpft wie ein Mädchen! Boy. I'm awesome. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Man, get crushed. Victory dance. Wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist euer Gold. Now, can I fight these guys over and over again? This might be a way to grind some gold. I don't know if it's worth keine the time, but... I don't know. Could be. Can I bet this guy? No. Das reicht. Now, when his health comes back, could I do it again? Aufs Maul. Why does this guy have a space in his name and this guy doesn't? Fist fighter, fist fighter. Keine Herausforderer? The heck. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Alright, let's do this. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Alright. Wie ein Mädchen! Wie ein Mädchen. Oh, come on. I'm actually watching chat, so I'm missing the combos. It's okay, though. I think I have enough health. I don't know why it's not changing.
herausfordere? Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. You know, for guys who spend all their time fighting, they're really glum when they lose. You'd think they'd be used to taking some punches. Oh well. I don't know why, I feel as if Fat Fred would mess me up. Whoa! Did I level up or something? I wasn't doing anything. Yeah, that's not it. Where do I... Keine Herausforderer? Bro. I need to figure out how to use the system at some point. Or maybe I just acquire these naturally and then I can assign them. I'll mess with this another time. Okay. You know, actually, why can't I fight this guy too? Ich will nicht zweimal. This guy. Wer will einer aufs Maul? Keine Herausforderer? Ich juckt es, jemanden zu schlagen. Why can't I fight this guy? Wer will einer aufs Maul? Keine Herausforderer? You punk. What's your problem? Wie Sie mal habe ich die Rinnsteine gereinigt. Das waren noch Zeiten. Interesting. Oh, so it's kind of like Skyrim, I guess. Or not Skyrim, Oblivion. I played Oblivion for about 30 hours, and then I set it down and haven't picked it up since. Mercenary. Gizimas Tore sind geschlossen. Okay. So, I guess I can't leave. I need to talk to the Reverend. Gotta find the Reverend. I remember. That's important. Or something. Army life. Mercenary. Gotta find the Reverend. Is he on the other side of the inn, maybe? It's the only structure I can see here. Herbalist trade if you want to gather all the alchemy ingredients. So you say trade. I mean, is alchemy attached to these signs, or what? Currently have 8,419 experience points. You need 10,000 to advance to the next level. You also should always look for books, which give ingredient knowledge. Yeah, I should probably pick up books, too. Yeah, that's a good idea. I think it's your intelligence. So I could specialize intelligence along one of these chains, I assume. Potion brewing. Bomb preparation, magic frenzy, intensity, mental endurance. Yeah, this is pretty interesting, I guess. Second level, second trade. Okay. Will be fun. I'll keep in mind the alchemy suggestion. I mean, so far combat has been pretty easy, so I don't know. I feel as if I've been able to kill everything pretty simply. I don't think I've died in this game yet, which I'm sure that'll change. I'm sure it'll get much worse at some point, but really gotta find that fella. Let's see. Quests.
Monsters and men. I must see the Reverend if I want to solve. Okay, so help me find this guy. Crypt. Abigail's at Reverend's house. Okay, so I do need to get out. Okay. Moose house scam. How do I leave? Or is this outside the town? Can't go through there. Maybe I can go through these. Kein Grund zur Eile. Seid wachsam. Oh, cool. Yay. Traveler. Alright. Let's go. Since you can't do a lot while fighting, potions and stuff are more important. Okay. Passive power-ups, regenerating health, making me hit harder. Makes sense. Rabid dog. Oh. I have no idea if I was supposed to do that. Killed your dog. I'm sorry. Oh, it's an abandoned house. It's okay. Oh, a traveler? Give me money? Sounds good. Hey, there's that bar wench. How's it going, baby? Traveler. Where did I see that traveler? Saw him around here. Boy, these suckers walk around quite a bit. Maybe this one? Ich beschwere mich bei König Foltests Höflingen, sobald ich die Stadt betreten kann. Your mouth isn't even moving. Hacks. I wonder if she's saying anything different out here. Hat gesagt, ich soll nie mit Fremden reden. What are you talking about? We were in the bar together. We were chatting it up. What do you mean, strangers? I mean, we're practically related at this point. Okay. I'll keep an eye out for travelers, although the one I saw out here I'd no longer see, so I'm sure I'll run into him at some point. Also a rabid dog. So should I just kill all of these? Oh, I just walk up to them. Okay. I guess I just kill all of them. Does that give me experience or anything? I should get experience, right? I killed things. That means I'm good. Unnecessary roll. Okay, cool. Can I roll for it? Yeah. Let's check this place out. Well, that's not a good sign. Didn't even die in bed. Okay. What we got here? Powder! High quality base for bombs! Sure, why not? Well, that was enlightening. Yay. Another abandoned house. Another skeleton on the bed. Boy, these people are not doing so hot. What do we got here? Red shawl, gift. It can be sold or given to a woman. I know some pretty dames. Oh, travelers, give me money! The person in chat told me to talk to you. Talk to me. Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Gerald von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkeins zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Ohren. Oh my gosh! That's a bazillion more coins than I had before. Thank you! Oops, I didn't mean to push you. I'm sorry. You're a good man, and an honorable one. Thank you very much. Alright, cool.
Eternal Fire Shrine. What do we got here? Oh, I guess I can tithe? No. Alright, where to go from here? Follow the red triangle. Follow the communist triangle. Wait, this way. Can I jump fences? Apparently not. But it's on the other side of the fence. Map. Alright, so I'm here, so I'm heading to the Reverend's house. Okay, so I guess I'll just follow this path here. Oh, hello. Alrighty. Probably run into some more dogs. Everyone has dogs. Yep. Trying to hide behind a barrel. Well, it won't work. Too close for that. I just noticed the little Witcher symbol up in the top left was going crazy when I was fighting. I guess it's kind of like one of Voldemort's Horcruxes. It gets excited when it's close to its master or something. Alright. No jumping. Yeah. But hey, at least I can strafe. Kind of. Alright. So, maybe just... I guess I just go around. Oh, hey, dog. Hey, you're okay, though. You poor sucker. Aw. Another Eternal Fire Shrine, unless I've already just looped back. Traveler. I'll search all these houses some other time. Now I'm trying to find the Reverend. Oh, look, a church-looking building. That's promising. Village Militia. Hey, folks. Halt, Streuner. Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? I mean, in fairness, I look pretty sick. Aus, aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Uh-oh. Those militia characters who only got one cutscene. I shall avenge them. Alright, what do we got here? Another fire shrine. Alright, this must be the place. Locked. Okay. Oh, over here maybe? Okay. Hinfort, Teufelsbrut. Oh my gosh, your beard. Priester, ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar.
Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Why can't I just fight it with my sword? Aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Looking for men who wear it. Remind me, what was the story? I hear the church. Ward for drowners. You could fiddle with the graphics things. Yeah, I probably will at some point. I'll talk to them about the salamander folks later. So, I need to light the fire. Well. Uh-oh. So now, can I get in the chapel? Chapel is still locked. Okay, how am I supposed to... Or do I have to light the eternal fire here? Sure. Quest... Oh. I see. Oh. I'll take a look at that link later on, thank you. Okay, that's one. Those are all on the road, and then I need to find that one. Okay. So, let's go. You know, as much as they reuse... Oh, whoa. As much as they reuse voices in this game, I do like the sound effects, though. Not the best sound effects, but they're pretty cool. Can I... Oh, I guess I can't be in combat when I use the shrine. Fair enough. But yeah, I like the sounds in this game. They're okay. Attack him. Ich habe keine Arbeit für euch. I have no work for you. I just saved you from that villainous dog. Oh well. Oh, it remains. What the heck? Is that a monkey? What is it doing here? I think you're right. This isn't Europe.
actually not too bad a looking silhouette there. I'm going to take a screenshot. There we go. Yeah. Nice. So now, the other shrine is on the other side of the fence. I'm right here. Well, I can just follow this path, it seems. Nice. Frische Gräber. Offenbar war die Pest zu Besuch. Witch's Hut, okay. I'll talk to the witch some other time. Gott segnet mich mit Geduld. Mein Ohr tut weh. Verfluchte Hexe. Can't help you, buddy. Sorry. Traveler. You know what? I'm gonna do. I was trying to hold off so that guy could walk away, but I better go try to save him. Ah, they killed him. Damn it. Yeah, I'm sorry. I don't think I can help him. Didn't even give me the option to say something to him that would cheer him up a little bit. And this guy's just, there's another monkey! What the hell? I wonder if these things are going to be super important to the plot later. Maybe these are the evil overlord beings that are causing all the problems. Or they're part of some alien race that's, you know, invading the Earth with plagues and such. I don't know. He looks really sinister. And he makes little cutesy sounds to try to trick me. Valuable ingredients. Well, that's what it says. Okay, I've lit all five of those, so now I guess I go back to the fella. Can't go that way, so I guess I go back along the road. Should loot corpses some more. Yeah, they don't appear instantly, so sometimes I might miss out on them. Need to be more diligent about that. That was the nice thing about Oblivion. When you killed something, it would die, and then you could immediately loot it. How are you doing, man? Well, his health is still the same. He can't be that bad. Oh, wait, the witch did this to him? Oh, I should talk to the witch. Also, yeah, probably. As you can tell, I'm not the greatest of RPG players. I just do it for fun. Okay, this is the Witch's Hut. Maybe there's an antidote somewhere? Silver ring, a value item which can be sold. Sure. Why not? Hope she won't notice that. Although, judging by her place, she might be dead. Old shelf. We got here. Flint. I guess I'll take it. Didn't I already have one of these? I thought I already had one of these from earlier, but I guess not. Barrels. So I guess the witch's hut didn't yield anything that I could use to. Oh, a day-night cycle, nice. I don't know. How can I save this guy? What's that? No. Oh wait, he's gone. Did he die? Abigail's hut. Way more thorough, but don't worry, you'll get through this way too. Yeah.
Well, I am super thorough when I play Mass Effect. I do every single side quest and collect all the upgrades and everything, so... But since I'm playing blind here without any guides or anything, I... Yeah. Oh, hey, Abigail. Na sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Okay. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Okay. So are you Alvin's guardian, then? Yeah, Alvin hangs out with a lot of attractive women. This kid knows, this kid is a schmoozer. Puppe in Menschengestalt wohl dient. Was wollt ihr? I found your notice. Wait, I can show me your wares. I'll rest a bit and prepare. Prepare for what? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. That sounds useful. Assuming I run into a ton of specters. You can only rest at bonfires and at certain characters. Oh. So I have to go to her to rest? Okay. I mean, if there was a bed, that would make sense, but... Yeah, whatever. Sure, I'll buy your formula. Ihr benötigt Mäzenersalz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Danke. Statt Mäzenersalz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. So how much does this stuff cost? I need... are pretty pricey for the most part, at least given my money base. I'll come back to this chick later. Alright. Let's see, where was I headed? I was headed back to the Reverend. So I guess I go this way. Yep. Buy stuff at this point. Just the books, maybe. Okay. Even though I am playing blind, I do appreciate the advice. Mini-map. Why don't I just have a... I wish I had something like I have in RuneScape where it tells me if I'm going north or south. Okay, so I follow this. There we go. Hallo. Hallo. Wait, what? Yeah, I know I have a mini map, but just the way it's set up confuses me for some reason. I keep turning the wrong direction, which is not rotating. Yeah, I don't know. There's just something about the way this is done that I find counterintuitive. Ich könnte was zu trinken brauchen. Let's see. All right,
So I just keep following the road, okay. I guess what I'm saying is that I'm not used to mini-maps showing me direction and where I'm looking. Because, well, I don't know. It's just odd. Anyways, here I am. I'll get used to it eventually, I'm sure. Oh, hey, kiddo. Let's see, do you pickpocket me? Oh, ihr seid unheimlich. Alright. Oh, ihr seid unheimlich. Alright. Let's go. Oh, hey man. Where is he? Okay. I just saw him in the doorway. Did he just go outside as I went in? Alright. What's this? Dresser. Well, I'm not gonna go through the guy's stuff. He's a reverend. Supposed to be outside? Very possibly. Ah, here we go. Can I? Okay. Sprecht, schnell. Carry the eternal fire. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet yeah, he does look kind of sinister. Mach in a für lockjaw kind of way. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Alright. I should visit the witch. Okay, let's go. I told that gal I'd be back. Let's race, kiddo. Ah! Ah, gained a level. Nice. Doopy-doo. I guess I said I'd investigate these abandoned homes, too. Oh. Boy, all the women in this game are very, interesting looking. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Is this how Polish people eat? Was für ein Tag. Ich dachte, ihr wärt ein Bandit. Well, I did just walk into your house unannounced without knocking and all that, so maybe I am a bandit. How do you know? Yeah, that was very interesting. All the dames! Oh my gosh. You're standing still. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. I mean, does she have her eye on you in a good way? Or, you know, favorable way? Oh, treehouse! Oh, that's so adorable. Aww. Okay, Abigail's house. Ich hab nicht mehr genug Kraft. Ich dachte, ihr wärt ein Bandit. Yeah, I get that a lot. Can I fit through here? Yes. When did this game come out? Taking screenshots, okay. Abandoned house. Well, I'll check it out anyway.
2007. Yeah, it doesn't look too bad. Outside of the graphical glitches, I think it's okay. Ich vergeude meine Zeit. I'm trying to think, I don't know. Look at my video options. Oh. Not a whole lot of visual options to look at right now. I guess I'll have to follow that link you provided earlier and take a look at that. Alright. So let's go talk. Oh, wait. What? Oh. Again, I can't vault over a fence. Yeah, 2007 was Mass Effect, Assassin's Creed, things like that. It doesn't look too shabby. Just wait until you see the lake. Okay. Well. Debigail praying, maybe? I should interrupt her praying, but I'm gonna, because this is an RPG. Was wollt ihr? Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alvin. Er ist eine starke Quelle und ein Held. He's also in the room with you. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe. Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, yeah, I guess I'm not doing kann ich euch right by the religious folks. Hey, to gather herbs, left click on selected plants. Alright. Hey, Alvin, we were totally not talking about you in a very odd way. We're not gonna give you any medicine. Don't worry, Alvin. Where's the medicine? Anyway. I do like that the characters in this game have several different animations they do. She's praying, she's sweeping, she's working on potions or whatever, so that's cool. Let's see. So this does not reveal the things I should pick. Well, I actually have to take care of some things, including going to the bank, so I need to do that before they close. I guess I'm going to have to end the stream now. Definitely, thanks for sticking around and watching and giving advice. I'll check out that website later on about adjusting my settings. Save game. But yeah, that's going to be it for now. I'll play again some other time. Save. This is an interesting game so far. It has quirks and so on, but I'm feeling okay about it. It's got some nice calming music. Maybe next time I'll have English words and German subtitles. Who knows? We'll see. But until then, thank you for watching. I'll catch you next time.